Hallo zusammen. Heute gibt es mal ein kleines Mikroabenteuer, kleine Übernachtung im Wald. Und wie man hier schon sehen kann, es hat geschneit. Wird für mich die erste Übernachtung draußen im Winter. Habe sowas sonst halt im Frühling oder mal im Sommer gemacht. Und jetzt will ich einfach mal testen, meine Ausrüstung in der etwas kälteren Jahreszeit. Oh, wollen wir doch mal gucken. Den Ort, den ich für die Übernachtung gewählt habe, liegt jetzt nicht so tief im Wald. Aus dem einfachen Grund, für den Fall, dass ich nachts abbrechen muss oder sonst irgendwelchen Gründen was sein sollte, ich immer noch die Möglichkeit habe, schnell zurück in die Zivilisation zu kommen. Aber jetzt geht es erstmal zum Übernachtungsplatz, denn das ist noch ein wenig Fußmarsch. Habe jetzt hier meinen Übernachtungsspot erreicht. Habe das Ganze Anfang des Jahres schon mal entdeckt. War schon mal zwei Nächte hier verbracht. Und ja, durch den Schnee sieht man es jetzt nicht so gut. Aber hier vorne ist eine Steinmauer. So, wie man es hier so schön sieht, so Steine aufgestapelt. Was allerdings nicht von mir stammte, das war vorher schon so. Also hat das vielleicht schon mal vor mir einer genutzt. Und hier drinnen dann halt eine schöne Fläche, wo man zur Not sogar auch mit zwei Leuten liegen kann. Der Plan ist jetzt erstmal, hier diesen ganzen Bereich hier mit dem Tarp abzuspannen. Einmal so ein bisschen Sichtschutz und zweitens auch ein bisschen Wetterschutz. Denn, wie man hier sieht, ein bisschen Schnee ist reingekommen und auch ja, von da oben tropft es so ein bisschen runter. Das Tarp habe ich jetzt hier mal eben so ein bisschen aufgespannt. Man könnte es ein bisschen straffer machen, dass es nicht so durchhängt. Das ist jetzt hier gerade auch so ein klein bisschen schwierig. Hier unten in dem tiefen Teil, also der jetzt ziemlich flach ist, werde ich jetzt mein Schlafsetup aufbauen. Das ist möglichst dicht darunter. Hier in dem vorderen Bereich, wo ein bisschen mehr Luft nach oben ist, kommen dann die Isomatten hin, dass man da dann bequem sitzen kann. Und eventuell kann man die vielleicht nachher noch mal ein bisschen ausbessern.
Schlafsetup steht. Kurzer Einblick mal. Hab hier den Carinthia Observer. Den habe ich jetzt schon seit gut 2 Jahren im Einsatz. Innen drin der Defense 4. Noch mit einem kleinen Kopfkissen dabei. Das ist von Sea to Summit. Und als Luftmatratze die Neo Air Xterm von Thermarest. Ganz unten drunter ist noch die Bundeswehr Elefantenhaut. Ganz einfach nur nachher beim Sauermachen der Ausrüstung ist es dann ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt den Biwaksack von unten sauer machen müsste und die Plane, die geht dann ratzfatz. Und so, glaube ich, noch so nebenbei drauf sitzen, habe ich hier noch meine Z-Light auf der Regenhülle. Habe ich jetzt meinen Rucksack liegen. Das Deckelfach werde ich heute Nacht mit in den Schlafsack reinnehmen. Da kommt die Elektronik rein, dass die schön warm liegt. So sieht das Ganze dann jetzt von außen einmal aus. Ich habe das Tarp jetzt dann doch so ein bisschen durchhängen lassen, weil ich schlafe direkt darunter, stört soweit nicht. Muss man dann nur gucken, ob sich eventuell dann Wasser staut oder auch Schnee oder wie es abfließen kann. Aber das werde ich dann, wenn es passieren sollte, noch merken. Und auch von weiter weg fügt sich das Ganze recht gut in die Felswand ein, weil das jetzt vom Tarnmuster her jetzt eigentlich nicht so ganz passt. Das ist nämlich von den Briten ein Tarnmuster. Aber da es jetzt auch schon langsam dunkel wird, fällt das aus der Entfernung auch nicht mehr so auf. Und selbst wenn ich dann dahinter Licht anhabe, scheint das dann auch nicht so stark durch. Den Rucksack habe ich in meiner Regenhülle drin. Die habe ich jetzt nochmal die Matte gescheit ausgelegt. Sollte also heute Nacht alles trocken bleiben. Habe jetzt doch nochmal das Tarp ein bisschen straffer abgespannt. Vorne mit so ein paar Steinen. Denn hier sieht man schon, hier hat sich so ein bisschen das Wasser gesammelt. Hatte ich hier so eine Pfütze drauf. Und so kann es dann besser abfließen. Oh, und hier drin habe ich mir noch an einem Faden die kleine Laterne aufgehangen. Oh, hat man hier ein klein wenig Licht. Das Lager steht. Rucksack ist soweit verpackt. Jetzt geht's mal so langsam ans Futtern. Und da habe ich mir heute auch mal was zum Test mitgebracht. Nämlich so ein französisches EPA. Oh, mal gucken, was da so drin ist. Und keine Angst, ich futter mich jetzt heute hier nicht in diesem Video durch das komplette Ding durch. Ich gucke da mal, was da so drin ist und was ich davon heute mümmeln werde. Der Rest, den packe ich dann wieder ein fürs nächste Mal. Oh, mal schauen, was wir hier so drin haben. Der ganze Plastikmüll. Ja, ich kann kein einziges Wort Französisch, aber hier steht es auch in Englisch drauf. Chicken, Couscous, Salmon, Reis und Vegetables. Also Hühnchen mit Couscous, Reis, Gemüse. Dann soll da Thunfisch drin sein. Irgendwas mit Käse, gesalzene und süße Cracker, Kaffee, Tee, Schokolade, wahrscheinlich so Trinkschokolade. Und noch diverse andere Sachen. Schauen wir doch mal rein. Na klar. Die Verpackung geht immer so bescheiden auf. Doch geht. Was wir hier so schönes haben. Die Bundeswehr, ich passe aber leichter auf. Ja. Was haben wir denn hier? Ah, ich weiß auch nicht, was es zum Frühstück gibt. Müsli. Sogar von Travel Lunch, also jetzt nicht so ein No-Name. Was haben wir denn hier so? Eine asiatische. Was ist das denn? Nudelsuppe oder Suppe? Das sind Kekse. Hier sind so allerhand Riegel drin. Sorry. Das ist so eine Art Marmelade. Das ist so ein isotonisches Getränk. Ach ja, und hier haben wir auch die Hauptgerichte. Die sind hier in so Dösken. Was haben wir denn da? Ja, dieses Couscous mit Hühnchen oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Reis und Thunfisch.
steht hier natürlich nicht in Englisch drauf und mein Französisch ist null. Hier steht kein Wort. Daher, naja, das ist so Zubehör. Trinkschokolade, Kaffee, Zucker und sowas. Was haben wir hier noch? Oh, Taschentücher. Hm, ganz praktisch. Dann, was haben wir im dritten? Kein Plan, kann ich nicht lesen. Dann haben wir hier irgendwas mit Creme. Keine Ahnung, da muss ich glaube mal den Google-Übersetzer fragen. Noch jede Menge Riegel. Ah ja, das hier sind die Kekse. Warte, oh, daneben. Okay, ich kannte bis jetzt nur mal die Bundeswehr-EPA und da muss man ja seinen SB-Kocher dabei haben. Jetzt haben die hier dabei so was. Ja, das ist ein SB-Kocher. SB-Original. So ein. Das ist so ein Faltkocher. Da drin sollen sein Brennstoff, Streichhölzer. Ach ja. Da steht so ein bisschen Englisch drauf. Also ein Müllbeutel, Wasseraufbereitungstabletten, ein Spork, Zahnstocher, der Kocher selber, so eine Art Biwakgriff, 6 Tabletten und eine Box Streichhölzer. Ah ja, hier sieht man es dann auch, wie man dann diesen Griff benutzen soll. Ich habe aber meinen Gaskocher dabei. Deshalb werde ich das Ding, glaube ich, nicht benutzen. Ja. Gucken wir mal, was es davon dann so gibt. Ich bin mal so ein bisschen neugierig, was wir hier so drin haben. Der Müllbeutel, ganz praktisch, weil diese scheiß Dinger machen nämlich viel Müll. Der Spork. Dieses Grillbesteck-Dingensbummens ist der Spork. Naja, ausprobieren tun wir es mal. Ja, dann hier klassisch Esbit. Schon eingeschweißt, die großen Tabletten. Ich weiß noch, früher, mein erster Speedkocher Mitte der 90er, da waren die noch diese kleinen Tabletten, die einfach lose in dem Pappkarton lagen. Ja, die waren dann auch irgendwann nicht mehr zu gebrauchen, weil das Scheißzeug hygroskopisch ist, also Feuchtigkeit aufnimmt, wenn es so frei rumliegt. Streichhölzer und Zahnstocher. Und dann ist hier, also muss man sich ein Zeug fassen, dieser tolle Biwakgriff. Und der Faltkocher. Ja, wie gesagt, das werde ich hier jetzt heute nicht benutzen. Also jetzt den Kocher nicht. Müllbeutel kann ich gut gebrauchen. Und das Ding teste ich auch mal aus, wie stabil das ist. Ich werde meinen Gaskocher nutzen. Ist halt einfacher. Die Flamme ist besser zu kontrollieren. Das kann sich wirklich mal aufheben. Ich habe gerade beschlossen, für was Warmes so richtiges zu essen. Es ist so ein bisschen früh, das mache ich, bevor ich ins Bett gehe, damit ich auch was Warmes im Bauch habe. Jetzt probiere ich mich erstmal an dieser heißen Schokolade. Und dazu gibt es einen Frucht-Nougat-Mix. Und gucken, was das ist. Also es ist jetzt dieses weiße Frucht-Nougat. Also es ist jetzt nichts Nougat-Technik, was man vielleicht mit der Schokolade verbindet. Ja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall schweinesüß. Das hat so ein bisschen was von. Ja, kennt ihr Frit? Oder wie heißt dieser Kauriegel von früher? Diese überdimensionale Morms oder sowas. So schmeckt das. Schweinesüß, aber soll ja auch Energie liefern. Die Trinkschokolade wird zwar mit Wasser angerührt, aber die ist gut. Die hat einen schönen schokoladigen Geschmack. Ich sitze gerade so ein bisschen, hatte mir noch einen Tee gemacht und ein paar von diesen Keksen gemümmelt. Und da geht's hinter mir los im Wald. Sind sich die Käuzchen gegenseitig am Ankrakeln. Ich habe hier irgendwo eins, weiß ich, 20, 30 Meter entfernt im Baum sitzen. Und das die ganze Nacht so geht mit diesem. Ja, mal gespannt, ob ich dann ein Auge zukriege. Keine Ahnung, ob ihr es gerade auf der Kamera überhaupt hört. Es war doch eine gute Idee, dass ich das Tarp noch mal ein bisschen straffer abgespannt habe und das Wasser da ablaufen kann. Denn es ist jetzt hier am Schneeregen, Schnee.
Ja, das ist aktuell noch mehr Schneeregen. Es ist auch sehr feucht gerade. Wir haben hier ziemlich viel Nebel, der jetzt aufzieht. Ah ja. Hier unten bin ich auf jeden Fall noch trocken und gut geschützt. Oh, aktuell sollen im Bodennähe hier 5,2 Grad sein. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ich mich auf das Thermometer in der Uhr verlassen kann. Aber ich denke mal, es kommt schon ungefähr so hin. So, die Zeit wird jetzt doch mal für was Warmes. Und ich habe mich dann doch mal dazu entschlossen, es doch mal mit diesem Speedkocher zu probieren. So. Wenn man ja schon mal da hat, kann man es auch einfach mal ausprobieren. Und zu futtern wird es irgendwas mit Couscous. Schauen wir mal. So sieht dann dieser tolle Biwak-Griff aus, wenn man den dann gebogen hat. Den kann man dann hier schön vorne dann einhaken und dann so schön das Ding über der Flamme warm machen. Ich habe zusätzlich noch den Handschuh, weil so wirklich traue ich diesem Ding nicht. Das ist doch schon so ein bisschen lüttig und laberig. Der Kocher selber. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, gibt es eine Reihenfolge, wie man das biegen muss? Nö. Gut. Dann machen wir mal so. 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 Ja, wird ein Schuh draus. Komischen Dingen. Stellen wir mal hier hin. Ja, das ist alles. Ja, mit der Ding hier. Stein als feuerfesten Untergrund. Ja. Ach, war ja klar, dass das ein bisschen wackelig wird hier. Das sieht besser aus. Man steht, man soll jetzt eigentlich nur hier das Ding so aufmachen, so einkleben, dass das Ding geöffnet ist und dann draufstellen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das dann auch mal irgendwie anbrennt, weil wenn das nur praktisch punktuell Flamme kriegt. Hm. Mal probieren wir es mal. Und das hier ist jetzt dieser tolle Spork, der dabei war. Ja. Macht auf jeden Fall erstmal so erstmal ein bisschen stabileren Eindruck als wie dieses 0815 Campinggeschirr. Gut. Kriegen wir mal. Streichhölzer sind reichlich dabei. So. Und dann das Ding hier so einmal. Und den da drauf. Ein bisschen schütteln zwischendurch. Vielleicht sorgt das dafür, dass sich das Medium ein bisschen besser verteilt und es nicht so schnell anbrennt. Nebenbei, es ist jetzt 20 Uhr und wir haben nur noch 3,3 Grad. Wird langsam frisch hier. So, der Moment der Wahrheit. Ja, ist halt so. Ne? Ja, mal gucken, ob das mit diesem Hightech-Werkzeug jetzt geht. Das hier ist Gemüse. Ein bisschen soll wohl Fleisch sein. Ja, dieses Ding ist keine so dolle Erfindung. Der wird nämlich so geknickt und eingeklippt, dass je nachdem, welche Richtung man versucht zu rühren, hält er dann nicht so gut. Aber wir haben da dabei, also probieren wir es auch. Gucken, ob diese Schose auch warm geworden ist. Mhm. Ist gut warm.
und schmeckt sogar. In dem Sinne, Mahlzeit. Und wo ich das Ding gerade einmal am Brennen habe, nutze ich die Gelegenheit auch mal eben, um mal ein bisschen Wasser warm zu machen. Geht's vor uns ins Schlafsack kriechen, noch einen Tee. Wir haben jetzt 21 Uhr durch und ich verkrieche mich jetzt in den Schlafsack, denn die Temperatur ist jetzt schon auf unter 2 Grad gefallen und draußen, also hinter meinem Tarp, fängt es schon an, ganz schön windig zu werden und es schneit auch wieder. Und wie ich eben mitbekommen habe, sind für die Nacht auch wieder ordentlich Minusgrad und Schneefall angesagt worden. Deswegen habe ich mir gedacht, verkrieche ich mich mal so schnell wie möglich in den Schlafsack. Habe auch meine, bis auf die Jacke, noch die kompletten Klamotten an. Sicher ist sicher. Denn lieber vor Wärme was ausziehen, als dass man nachher so zu durchgefroren ist. Na, ich bin mir auf diese Nacht gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich morgen früh und nicht als Eisklumpen. Bis dann. Ja, moin. Oh, wir haben jetzt 8 Uhr. So eine halbe Stunde ist noch bis Sonnenaufgang. Jo, hab eigentlich soweit ganz gut geschlafen. War ein wenig unruhig die Nacht, weil hier so ein paar Waldkauze die ganze Nacht meinten, so ein bisschen Terror schieben zu müssen. So. Ah, ich sehe wieder was. Aber ansonsten, Füße haben anfangs noch ein wenig gefroren. Später ging es dann. Jetzt erstmal langsam hier rauskriechen, wach werden. Und das Frühstücken. Ja, so ein bisschen hat es in der Nacht dann doch geschneit. Aber auch so ein bisschen stark gefroren. Es ist jetzt immer noch ziemlich kühl. Da bin ich gerade aus dem Schlafsack gepellt, ist mir direkt wieder mein Jack angezogen. Gut, dass ich die in der Nacht mit dem Schlafsack hatte. Ist sie nämlich jetzt nicht ganz so arschkalt. Ich freue mich nämlich gleich schon, wenn ich in meine kalten Schuhe dann rein kann. Aber man sieht schon, ich weiß jetzt nicht, wie warm es ist, also wie kalt es ist. Thermometer hatte ich nicht dabei. Aber wenn der Wetterbericht gestimmt hat, hatten wir heute Nacht Minusgrade. Ja, es ist auch alles so ein bisschen auf dem Tarp gefroren. Ja, dann würde ich sagen, erstmal ein warmes Getränk zum Frühstück machen. In einer halben Stunde ist Sonnenaufgang. Das Problem ist, ich bin genau auf der anderen Seite vom Berg. Das heißt, bis die hier dann richtig da ist, bin ich schon längst wieder weg. So, zum Frühstück gibt es einmal Vollkornmüsli und Instant-Kaffee. Bin ich zwar nicht so der Freund von, aber besser wie nix. Frisch gestärkt geht es dann jetzt so langsam ans Abbauen und Einpacken und dann durch die verschneite Landschaft retour. Der Rucksack ist gepackt, das Lager ist komplett abgebaut. Habe noch ein paar Mal kontrolliert, dass ich nichts vergessen habe einzupacken, kein Müll habe liegen lassen. Und jetzt geht es langsam heimwärts. Das war's dann mal mit diesem kleinen Mikroabenteuer. Jetzt auf dem Rückweg fängt es natürlich richtig noch schön an zu schneien. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!